Hier an dieser Stelle habe ich vor 20 Jahren als erster deutscher Offizier die erste Meldung von einem Aufmarsch der alliierten Flotte gemacht. Hier begann die Invasion. Hier waren meine Bunker, meine Beobachtungsstände auf der anderen Seite ebenfalls. Dann allmählich gegen 3:30 setzten sich die Wolken auf dem Meer auseinander. Ich sah vor mir eine Flotte von etwa 3, 4, 5, 6.000 Schiffen. Ich war so überwältigt von diesem Angriff, von diesem Anblick, dass ich einfach im Moment diesen Blick in mir aufnahm und aufsog. Es war etwas so Gewaltiges und so Erlebnisreiches, dass ich zunächst gar nicht an das Telefon lief, um meiner vorgesetzten Dienststelle, dem Regiment und der Division Meldung über die Armada auf dem Meer machte. Nachdem ich nun sah, was sich hier auf dem Meer abspielte, drehte ich mich zu meiner Besatzung um und sagte, hier, guckt raus, das ist die Invasion, das ist das Ende Nazi-Deutschlands. Mein Regimentskommandeur meldete sofort diese Situation der Division weiter. Die Division rief mich an und fragte, Pluskat, was ist hier los? Sie sagen, es sind so viele Kriegsschiffe, da stimmt das. Da habe ich gesagt, ja, meine Herren, hier ist was los, 5.000, 6.000 Kriegsschiffe hier auf dem Meer. Wenn ihr mir nicht glaubt, kommt selber her und seht euch das an.